So, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Let's Install Counter-Strike Source auf einem Debian-Root. Wir werden uns heute damit beschäftigen, wie wir den Fast-Download einrichten. Und das Ganze ist eigentlich recht einfach und auch recht schnell erledigt. Das Ganze machen wir in drei Schritten. Als erstes werden wir den Apache-Webserver einrichten, ohne jegliche weiteren Funktionen, also wirklich einen reinen Apache-Server. Als zweites werden wir einen FTP-Server installieren, um gemütlich Dateien hoch und runter zu laden, oder das Ganze per WinSCP machen. Zeigen wir beides. Als drittes werden wir dann Maps hochladen und direkt im Server einrichten. Und das Ganze gleich mit dem BZIP2-Tool, damit der Download noch schneller geht. So, als erstes fangen wir direkt damit wieder an, dass wir uns wieder auf unseren Server verbinden. Ganz normal per Putty. Diesmal melden wir uns wieder als Root an, geben unser Passwort ein. Als erstes führen wir ein apt-get-update aus. Das holt eigentlich nur die neuesten Paketlisten. Und dann können wir auch gleich direkt an apt-get-upgrade. Jetzt werden alle Pakete, die nicht aktuell sind, laut der neuen Paketliste auf die neueste Version geupgradet. Er fragt uns natürlich auch vorher. Ja, wollen wir. Das Ganze kann natürlich immer einen kleinen Moment dauern, je nach Internetanbindung des Spiegelservers oder halt eures Servers. Und gleich eine Frage zwischendurch. Ist es erwünscht, dass wir mal eine kleine Zwischenfolge machen, die sich rein um die Sicherheit des Servers beschert, also Port ändern, Logs auslesen und so weiter. Dazu würde ich bitten, einfach mal in die Kommentare zu schreiben oder direkt per persönliche Nachricht, was denn gewünscht ist. Dann kann ich das vorbereiten und bei Gelegenheit noch ausführen, denn das ist auch ein sehr wichtiges Thema, denn ihr haftet dafür, was ihr mit dem Server tut. Auch wenn ihr an sich nicht schuld seid, wenn jemand auf euer System eindringt und damit etwas nicht so Schönes anstellt, ist das komplett eure Schuld. Und ihr haftet auch dafür. Das müsst ihr immer im Hinterkopf haben, vor allen Dingen, wenn ihr euch überlegt, einen Server zu kaufen. So, nachdem dies geschehen ist, können wir auch direkt anfangen. Wir benutzen jetzt in diesem Fall ja ProFTPD, ist wie ich finde der gängigste und auch der einfachste. Es gibt natürlich vor allem für diesen großen gängigen Server viele Anleitungen im Netz und auch viele Hilfestellungen. Das Mann ist auch nicht schlecht. Und wir können als erstes ein apt-get-install aus dem ProFTPD aus unserer Paketquelle laden. Wir wollen das Ganze natürlich im Servermodus. Euch wird dazwischendurch noch fragen, ob ihr wirklich installieren wollt. Das macht jetzt in meinem Fall nicht. So. Das war's. Jetzt ist er auch schon installiert. Wir wollen ihn aber noch bearbeiten. Damit nano etc/OFTPD/OFTPD-conf. Neue Datei, nicht richtig, OFTPD, OFTPD. So, das sieht schon besser aus. Wir geben uns ganz runter. So, hier ist auch gleich der Bereich mit Anonymous. Hier kann man den Anonymous einschalten, das machen wir jetzt nicht, denn da sollte man wirklich wissen, was man macht. Sonst hat man ganz schnell
Ein SFT wäre zur Zeit auf seinem Rot und es kann einem wirklich sehr viel Ärger bringen. So, dazu begeben wir uns jetzt auch hier hin. Verlinke ich dann natürlich wieder. Das kopieren wir jetzt so einfach rein. Das sagt ihm jetzt als erstes hier einmal, es wird keine Shell benötigt. Der User, der DB sich einloggt, braucht keine Shell. Default User ist FTP-User. Und es darf nur die Gruppe FTP-User sich per FTP anmelden. So, das Ganze machen, kopieren wir. Und jetzt fügen wir es einmal mit einem Rechtsklick hier ein. Das Ganze können wir jetzt mit STRG O speichern und STRG X beenden. Jetzt braucht der FTP natürlich noch einen Neustart. Das machen wir mit /etc/init.d/bro-fdp-d restart. So. Jetzt erstellen wir natürlich die Gruppe, die wir gerade angegeben hatten. Add group fdp user. Jetzt erstellen wir uns erstmal einen Benutzer. Wir erstellen jetzt direkt einen für den Pass-Download. Das machen wir mit add user pass-download, nenne ich ihn mal. Jetzt schreiben wir aber noch dahinter minus shell. Und die Shell soll sich befinden in bin force. Das sagt, eine Shell in bin force funktioniert nicht. Sobald er versucht, sich über die Shell anzumelden, fliegt er einfach wieder raus. Deswegen shell-bin force. Und das geht nur an dieser Stelle. Wir sagen ihm jetzt, Home-Verzeichnis soll sich befinden in vwwwww. Genau dort wird sich am Ende auch unser Apache-Server einfinden. Dem geben wir jetzt noch ein Passwort. Das bestätigen wir. Bestätigen das alles. So. Jetzt müssen wir diesen User natürlich noch in die Gruppe schieben. Das tun wir ganz einfach mit Add User nochmal. Jetzt schreiben wir wieder den Namen hin und einfach die Gruppe dahinter. FTP User. Die Gruppe existiert nicht. Nämlich nicht vor uns geschrieben, FTP User. Ja, FTP schreiben ist nicht ganz so einfach. So. Und damit wäre es schon fertig. Den können wir jetzt auch direkt probieren. Beziehungsweise noch nicht, dass es Verzeichnis var-www ja noch nicht gibt. Das kriegen wir aber ganz schnell, da können wir gleich beides tasten. Jetzt installieren wir uns den Apache Web Server Version 2 und zwar mit apt-get install Apache 2. So, wir sehen hier, ich habe ihn schon installiert in meinem Test vorhin. Das Ganze ist komplett unkompliziert, ich muss einmal Ja sagen, das war's. So, jetzt können wir auch direkt hier oben geben wir jetzt unsere IP ein. In meinem Fall 192.168. Sie steht noch da, 4.7.30. Dann sehen wir, it works. Mehr wollen wir nicht sehen. Wenn das Ganze nicht funktioniert, sieht das dann zum Beispiel so aus. Er lädt sich zu Tode. So. Können wir das Ganze direkt testen. Dazu holen wir uns als erstes ein FTP-Programm. Ich empfehle in diesem Fall FileZilla. Kostenlos, funktioniert wunderbar. Holen uns das Ganze direkt von FileZilla.de. Ist dann Mac XP. Für alle, die Windows 7 benutzen. Die nehmen genau auch diese Version halt für Vista. So.
Wir installieren das Ganze. Desktop-Icon wäre nicht schlecht. Shell Extension brauchen wir jetzt in diesem Fall nicht. So. Das Ganze sollte nicht sehr lange dauern. Wir können unseren Browser schon wieder schließen. So. Wunderbar. Können wir auch direkt starten. So, das zeigt er uns immer beim ersten Mal. Wahrscheinlich wird er auch gleich updaten wollen. Jawohl. Das tun wir auch direkt. So, jetzt können wir den Mozilla gleich mitstarten. So. Gehen jetzt hier oben, links neben dem kleinen Pfeil, den Server Manager. Erstellen einen neuen Server. Da können wir jetzt einfach Debian root-fast-download. Der Server ist 192.168.74.134, der Port ist 23 und verschlüsseltes FTP, der Benutzer, Verbindungsart ist normal, Benutzer ist fast, download und unser Passwort, wir speichern mit OK. Können wir das hier direkt anwählen und wunderbar, wir sehen das Ganze. So, wir sehen also, unser FTP funktioniert auch wunderbar. Wir befinden uns direkt im Utnapar www. Wir können auch nicht zurück. Auch eine kleine, das lässt sich natürlich ändern, ist aber nicht angebracht. Falls jemand mal wirklich in euren FTP kommt, dann kann er nicht zurück in die Ordner, wo er noch mehr Schaden anrichten kann. So, als nächstes erstellen wir uns jetzt einen Ordner, wo dann letztendlich unsere Maps drin liegen werden, Maps, Sounds und was auch immer. Das können wir jetzt hier mit WinSCP tun oder mit unserem FTP-Programm. Wir bleiben jetzt im FTP-Programm und zwar erstellen wir ein Verzeichnis. Das nennen wir jetzt einfach fastd. Wir haben keine Berechtigung. Klasse. Also müssen wir unserem Fast-Download erstmal die Berechtigung geben. Das Ganze können wir direkt über WinSCP tun. Also am einfachsten. So, wir verbinden uns. Und erstmal eine neue Session. Wir geben wieder unseren Rechnernamen ein. 1.2. 168 74 34. Benutzernamen geben wir root an. SCP speichern das Ganze. Und dann wird es root. Oh, Entschuldigung, das passt natürlich. So, wir gehen jetzt zurück zu V, www. Müssen wir jetzt natürlich unserer FTP-Gruppe ein paar Rechte mehr geben. So, wir diesen und diesen machen. Jupp. So, und jetzt können wir einen erstellen. So, jetzt können wir auch Dateien hochladen, runterladen und verändern.
So, hier drinnen brauchen wir jetzt einen Ordner mit dem Namen C-Strike. Dieser lässt sich auch nie ändern, der muss so bleiben, sonst findet unser Server später den Download nicht. Hierhin werden wir später unsere Maps platzieren. Wir können also direkt einen Ordner erstellen. In dem Ordner Maps. So. Jetzt kommt die Konfiguration unseres Servers. Also brauchen wir der WinSCP. In einer neuen Session. Server CSS. Passwort. So, gehen wir direkt auf unsere Server-Config zu. Und als erstes können wir mal schauen, ob bereits eine Download-URL eingetragen ist. Nein, ist keine. Server-CSS, wir erstellen es einfach hier. Fast download conf sv download url. So, jetzt müssen wir die Adresse eingeben und zwar machen wir das Ganze mit Protokoll, also http://. Hier könnt ihr eure Domain des Servers hinschreiben oder direkt die IP. Ich mache natürlich die IP 192.168.74.134. Jetzt einen Schrägstrich, unseren erstellten Ordner, fastd Schrägstrich cstrike. Schrägstrich, Klammer zu. Bestätigen das Ganze wieder. Wunderbar. So. War nicht gewollt. So, wir können uns direkt schon mal in den Map Cycle und die Map-List öffnen, wenn wir gleich brauchen. Hier können wir uns mit Maps begegnen. Als erstes holen wir uns jetzt eine Map, und zwar direkt auf den Desktop. Und zwar holen wir uns jetzt einfach die Assault. CS Assault, wir holen uns alle Dateien und laden diese herunter. So, jetzt hier diese drei Dateien, wir können auch einen neuen Ordner namens Maps erstellen. Das Ganze erstmal reinschieben. Jetzt brauchen wir dieses BZ2-Tool, was uns die Maps verkleinert. So, hier wieder schließen. Geben uns noch zeibig.me. Dann geben wir nach dem Schicht ein Video. Können hier nochmal Let's installen und finden hier die BZ2-Exe. Können wir direkt speichern auf dem Desktop. Schieben wir auch in unseren Map-Ordner. So, und jetzt nehmen wir einfach diese drei Dateien, markieren sie und schieben sie auf die BZ2-Exe. Und dann wird es sofort loslegen. Das sind jetzt die Dateien, die wir für den Fast-Download brauchen.
Also können wir diese direkt über unseren FTP und Ordner Maps schieben. So, fertig. Und das Ganze lässt sich natürlich am einfachsten dann testen, indem ihr die Map, die ihr in eurem Fast-Download hochgeladen habt, löscht, bei euch auf dem Computer in eurem C-Strike-Ordner bei Steam. Und dann könnt ihr sehen, wie schnell er runterlädt. Beziehungsweise, ob er eine BSP-Datei oder eine BZ2-Datei herunterlädt. Das ist natürlich sinnvoll, eine Map mit einem kurzen Namen zu nehmen. Ihr könnt auch die Map, die ihr hochlädt, einfach umbenennen. So, aber erstmal müssen wir die Map noch eintragen. Deswegen haben wir hier unseren Map-Cycle. Da befindet sie sich jetzt natürlich drin. Ist es eine neue Map, schreibt ihr sie einfach an die Stelle, wo ihr sie haben wolltet. Ja, also entweder hier hin, oder ganz unten hin, oder hier hin, völlig egal. So. Hier muss sie auch eingetragen werden, in maplist.txt. Hier könnt ihr alle Maps drin lassen, die ihr auf dem Server habt. In dem Map Cycle müsst ihr alle Maps, die nicht gespielt werden wollen, natürlich herausnehmen. Und das Ganze war es auch schon zum Thema Fast Download. Der wird jetzt auch so funktionieren. Und ich denke mal, das nächste Mal beschäftigen wir uns dann, wie installieren wir MoneyAdmin Plugin, wie benutzen wir MoneyAdmin Plugin. Und vor allen Dingen, was bringt uns MoneyAdmin Plugin? Wir werden auch eventuell direkt einen Vergleich ziehen zu SourceMod und MetaMod, was ich persönlich besser finde. Wir werden alle drei installieren, also MoneyAdmin, SourceMod, MetaMod, aber das nächste Mal erstmal nur MoneyAdmin, weil das selber schon vielen Schwierigkeiten bereitet, aber an sich ist eigentlich nicht so sonderlich schwer. Und dann würde ich sagen, have fun and a nice day.